Herzlich willkommen zu Let's Play. Ja, bei Billy Boy hier mal wieder. Billy Boy bedeutet nichts anderes außer unser Knabe hier und wir gehen jetzt ganz schnell mal durch diese Tür. Oh, die scheint wohl verschlossen zu sein. Okay, wir sind nämlich hier in den Katakomben im Inneren der Kirche, auch genannt vielleicht Bibliothek. Was ist hier? Hier steht Warning. Gehen wir mal kurz durch. Ja, und schön, dass du eingeschaltet hast bei diesem krassen Zombie-Abenteuer. Was ist denn hier so? Da ist gleich ein Benzinkanister. Aber nehme ich jetzt nicht mit. Gar nichts nehme ich mit. Ich muss aufmerksam sein. Oh, hier ist ein Farbband. Hier könnte ich theoretisch speichern. Ja, ich könnte theoretisch speichern. Aber wisst ihr was? Ich will mal ganz kurz schauen, ob mit Rebecca alles in Ordnung ist. Ja, ist es. Immer so alle Minuten mal irgendwie abchecken, ob da alles in Ordnung ist. So. Eine Schreibmaschine. Wartet mal. Nein, erstmal noch nicht. Erstmal schauen wir hier, was hier noch ist. Alter Schwede, kann ich hier runter? Ah, oh, das sieht so danach aus. Okay. Ich speichere mal eben schnell. Man weiß ja nie, was hier so alles auf uns zustoßen kann in diesem Spiel. Ja, endlich können wir uns hier mal wieder zusammentreffen bei diesem wunderschönen Spiel Resident Evil. Es ist schön, es ist einfach schön. Es ist einfach wirklich ein richtig geiles Spiel. Jetzt sind wir im Maschinenraum, ich verstehe. Hier werden bestimmt die ganzen... Ja, wie sagt man so schön? Es ist zu hoch, um herunterzuspringen. Okay. Wenn du meinst. Dann gehen wir eben... Moment mal, ist die Tür hier auf? Verschlossen, die können sie nicht öffnen. Ja, wer kann sie denn öffnen? Wahnsinn. Krasse Anstalt hier. Gut. Was war das denn da? Moment mal. Ich dachte schon, das wäre hier oben eine Kamera oder so. Da, wo jetzt der Mauszeiger ist, ist es aber nicht. So, dann gehen wir wieder raus. Hier ist wohl nichts im Maschinenraum, aber vielleicht können wir hier etwas tun. Das könnte sein, ne? Ja, das könnte sein. So, und ich denke, wir können jetzt hier lang. Ja, die Tür. Hier muss irgendwas gemacht werden. Sicherlich. Sicherlich. Irgendwelche Zombies bestimmt am Start. Oh. Ach, das sieht doch voll danach aus, dass sie aufstehen werden gleich. Oh, alter Schwede. Heiliger Strohsack. Was ist mit ihm hier? Hans Ferdinand Fidipus Titus Kikus Kaka Tito Lala. Mein Gott, ey. Der Kerl hat mich erschreckt gerade. So, wir haben die Egelkapsel. Untersuchen. Okay. Da ist ein Teil, ich weiß nicht, das Ding ist, die Kapsel scheint einen Egel zu enthalten, der Deckel lässt sich nicht öffnen, vielleicht ist er mit einem speziellen Material versiegelt. Ja, geht nicht. Wer könnte das öffnen? Vielleicht Rebecca könnte es öffnen, oder? Ja, vielleicht müssen wir auch ein anderes Material finden, damit wir es öffnen können, kann ja auch sein. So, was ist hier? Sieht aus wie eine Art Chemikalie, sie brauchen einen Behälter, um zum Transportieren. Was für ein Behälter soll das sein? Was ist hier? Scheint sich um ein Gerät zu handeln, mit dem Gas ins Zimmer nebenan gepumpt wird. Im Moment ist das Gerät leer. Moment mal. Ach, wartet mal hier erstmal. Interagieren. Akten zum Egelwachstum. 3. Februar 1978. Ja, für die Leute, die es lesen wollen, einfach mal Stopp drücken. Boah, ja genau. Das ist diese Anstalt, wo sie eben... Virusexperimente machen. Krass. Egelwachstum, alter Schwede, das ist richtig übel. Okay, wir brauchen... Also eine Flasche. Ich weiß nicht, wo wir diese... Mann, das ist jetzt gerade ein bisschen tricky wieder. Mist. Gehen wir mal durch diese Tür. Das ist tricky, weil ich nicht weiß, wie ich diese Chemikalien mixen soll. Ich habe keinen blassen Schimmer. Wir könnten jetzt theoretisch... Nix da. Bleib du mal ganz schön bei dir. Na? Bleib du mal... Oh, da kommt noch einer. Ey, der Kerl steht auf.
Nichts da. Wo kommt da noch einer? War cool. Ins Schwarze getroffen. Gefällt mir. Ja, Flaschen könnte ich eventuell gebrauchen, aber ich weiß nicht, was für Flaschen. Was ist denn hier los? Da ist noch ein Medic. Ja, Medic brauche ich jetzt gerade nicht. Okay, ich mache es. Ich werde das tun. Also. Ja, wir wissen jetzt auch nicht, ob das safe ist, ne? Wir wissen ja auch nicht, ob wir safe sind. Machen wir das mal. Ein einfacher Aufzug zum Transportieren. Scheint wohl mit der Bibliothek zu verbunden zu sein. Ja, in die Bibliothek schicken. Und wisst ihr, was wir reintun werden? Ich zeige euch das jetzt kurz. Wir werden die Egelkapsel... Vielleicht kann Rebecca damit anfangen. Wir wissen ja, sie kann mit Kräutern und mit solchen Kleinigkeiten immer etwas anfangen. So. Und da sie jetzt unten ist, werden wir uns dahin direkt begeben. Einen Moment. Da gehen wir direkt mal in die Haut von ihr. So, ja. Ich würde sagen, wir benutzen Molotow-Cocktail hier. Ja, wobei ich weiß jetzt nicht, ob jetzt hier auch... Ja, diese Ekelmonster kommen. Diese mit den langen Armen. Ich weiß nicht, wie ich die nennen soll. Diese Kakerlaken. Das sind ja diese Drecksviecher. Das ist richtig schlimm. So. Jetzt immer cool bleiben. Da. Irgendwo ist was. Bleib mal ganz schön cool, Kollege. Du brauchst nicht aufstehen. So, ist hier noch was? Gar nichts. Alles klar. So, das ist schon mal sehr gut. Jetzt nehmen wir das hier. Insofern das natürlich geht. Ob wir Platz haben, weiß ich gar nicht. Ach, das Objekt kann ich gerade nicht tragen. Hey, wen wundert's? Wen wundert's? Ja. Dann legen wir mal ein paar Objekte hier hin. Ja, Molotow-Cocktail würde ich jetzt hinlegen. Nein, wir machen am besten das hier mit dem Kräutermix. Und können das ja dann hinterher wieder aufheben. Ich wundere mich, dass in einem Speicherpunkt, weil das sehen wir jetzt gerade, in einem Speicherpunktraum ist ein Zombie. Also lassen wir das jetzt mal hier gesagt sein, ne? Weil ich hatte gemeint, in den letzten Episoden, dass bei dem Safe Point Room keine Zombies anwesend sein würden, aber hier im Gegenteil nichts da. Da sind auch noch Zombies am Start. So, untersuchen wir das mal? Vielleicht ist er versiegelt, ja klar. So, und deshalb werden wir jetzt das hier nutzen. Einen Moment, das hier kombinieren mit dem Teil hier. Verwenden. Das Ding muss doch aufgehen. Mit einem speziellen Material. Okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ja, komm, dann legen wir es wieder rein. Da muss Bill damit etwas anfangen. Vielleicht gibt es oben irgendetwas. Ich dachte jetzt, Rebecca hätte irgendwie... Ah, das ist jetzt gerade ein bisschen blöd. Okay. Ja, das ist ein bisschen blöd. Ja, wir müssen dann schauen, ob wir mit Bill irgendetwas finden, weil das ist unsere einzige Möglichkeit. Kann ich mir anders nicht vorstellen, Leute. Leute von heute. So. Wir wechseln nochmal. So, da können wir auf jeden Fall das hier mal nehmen. Mache ich jetzt mal. Muss ich nehmen. Also jetzt heißt es suchen. Suchen, suchen, suchen. Und wir müssen Chemikalien und sowas klarstellen, ey. Das ist richtig übel gerade. So, einen Moment mal kurz. Was kann ich hier machen? Diese Tür ist mit einer Büste von Markus verifiziert. Im Sockel ist eine Öffnung für irgendein Objekt. Ich denke mal, das, was wir jetzt in der Hand halten, weil was anderes kann es auch nicht sein, ne? Oder? Hier ist noch etwas auf dem Boden. Untersuchungsbericht. Ja, Dr. Markus, Mitbegründer mit Präsenz Spencer von der Umbrella Corporation. Vor 10 Jahren verschwunden. Die Ergebnisse seiner Forschung wurden seither unter Verschluss gehalten. Der Grund wurde hier in der von Dr. Markus geführten Ausbildungsstätte deutlich.
Nun und so weiter und so fort. Alles wurde klar. Okay, für die Leute, die es lesen wollen, einfach mal Stopp drücken. Boah, der krass. Boah, habt ihr das gerade gelesen? Wahnsinn. Einfach Stopp drücken. Für die Leute, die es lesen wollen. Heiliger Strohsack. Der Kerl hat seine eigenen Mitarbeiter als Versuchskaninchen und so genutzt. Alter Schwede. Ja, mach das erstmal nach, dann können wir weiterreden. So, hier ist sonst nichts mehr, oder? Was kann ich denn damit? Sieht aus wie eine Art Chemikalie. Sie brauchen einen Behälter zum Transportieren. Ja. Was ist das? Ach ja, das können wir ja sowieso nicht benutzen. Also, ich bin echt auf dem Schlauch. Bin ich euch ganz ehrlich. Da bleibt doch nichts anderes übrig, außer dann vielleicht... Ja, ich schmeiß das jetzt mal kurz weg. Da bleibt doch nichts anderes übrig, außer vielleicht diese Flaschen zu nutzen, oder? Nehmen wir die mal mit. Eine leere Flasche. Vielleicht können wir die da alle reintun. Könnte sein. Ja, ich habe doch hier einen Behälter. Das könnte doch klappen, oder? Ja, toll. Das ist möglicherweise nur für Molotow-Cocktails. Ach du heiliger Strohsack. Nee, Leute, ich habe keinen blassen Schimmer. Das müssen wir auf jeden Fall hier abchecken. Ich habe keinen blassen Schimmer. Der OP-Tisch wurde umgeworfen. Da ist scheinbar erst vor kurzem etwas passiert. Krass. Das werden wir wohl auch noch hier erfahren. Was ist hier? Das Regal ist mit verschiedenen Chemikalien gefüllt. Die wurden sicher für Operationen benutzt. Das Regal steht voller giftiger Chemikalien. Alle Etiketten wurden abgerissen. Hey, wen wundert's? Wen wundert's? So, das Ding müssen wir irgendwie öffnen. Ich weiß nicht, wo ich das öffnen soll. Ich hab keine Ahnung. Shit, ey. Shit, shit, shit. Hier vielleicht etwas. Die umgebenden Geräte sind in Betrieb. So, das geht jetzt hier nicht auf, ne? Ja, das kann ich ja nicht hier nehmen, diese eine Art Chemikalie. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich glaube auch nicht, dass wir das hier jetzt benutzen müssen, oder? Nee. Moment mal, was ist denn, wenn wir jetzt das damit kombinieren? Was ist denn, wenn wir jetzt kurz switchen? Nee, das ist ja das nicht. Ne? Das ist jetzt einfach nur... Alter Schwede, ja gut, ich habe echt ein Problem gerade. Ja, ein Riesenproblem. Ich habe keine Ahnung, wie ich weiterkommen soll. Zurück kann ich auch nicht. Geräte sind in Betrieb. Hier in dem Raum war ja auch nichts, ne? Shit. Gut, liebe Freunde, ich glaube, ich mache hier einen kleinen Schnitt. Und wir sehen uns gleich in Kürze. Ich hoffe, dann habe ich vielleicht einen Weg oder so gefunden. Ich weiß es nicht, weil ich will euch jetzt auch nicht hier durchgehend mitnehmen. Das ist irgendwie auch blöd. Boah, das ist Rätsel über Rätsel. Richtig krass. So, liebe Freunde, wir sind wieder zurück und ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ich glaube, ich habe am Anfang einen Schalter vergessen und ihr erinnert euch vielleicht, dass wir Rebecca unten stehen gelassen haben. Ja, ja, daran habe ich auch noch ein bisschen gedacht hier, dass das eine Nummer wieder sein wird für beide Personen hier. Hier ist nämlich ein Schalter hier unten. Das ist einfach unvorstellbar und bevor wir das jetzt gleich machen, gehen wir hier kurz mit Rebecca ein bisschen zurück und schauen hier nach, ob wir, ja... Wer weiß, ob hier Feinde kommen werden. Deswegen einmal hier kurz, ja, kombinieren. So, genug Waffen haben wir jetzt. Molotow-Cocktail haben wir ausgerüstet. Und können mal schauen. Ja, so würde ich sagen. Wir können mal schauen, ob wir dann eventuell hier etwas aktivieren können. Ja, da ist ein Knopf drücken. Schön. So. Und den Kerl da hinten. Hi. Alles fit? Friss das!
Komm näher, du Penner. Hier. Ist er tot? Nö, noch nicht. Den letzten Molotow-Cocktail benutze ich aber noch nicht. Autsch. Autsch. Alter Schwede. Nein. Nö. Wir müssen uns heilen. Geht nicht anders. Alter Schwede. Das Ding ist richtig übel. Naja. Ich habe es mir schon fast gedacht. Was für ein Drecksviech. Ja, und jetzt heilen wir uns erstmal. Jetzt heilen wir uns und dann gehen wir wieder runter. Ja, das mache ich. Das mache ich. Ich habe es mir schon fast gedacht. Ey, die Molotow-Cocktail haben mir ja gar nichts gebracht gerade. Ich hätte drei schmeißen sollen. Drei. Einer war wirklich total fehl. So, es steht zwar Warnung. Und so, Moment. Kombinieren wir hier mal kurz. So, wir benutzen das jetzt kurz. Jetzt sind wir gesund. Und gehen jetzt einmal kurz hier lang, weil ich will doch noch mal hier kurz was schauen. So, liegt hier noch irgendwas? Hier hinten, glaube ich, war noch Kräuter, oder? Ja, cool. Giftkräuter. Nehme ich einfach mal sicherheitshalber mit. Blaues Kraut. Ja, das ist nämlich Anti-Giftkraut. Ist richtig gut. Also denkt daran, wenn ihr das Spiel selbst spielt, könnt ihr das auf jeden Fall auch noch mal erfahren, dass das Anti-Giftkraut ist. Ist eigentlich ganz praktisch. So, und jetzt gehen wir runter. Ich werde diesem Kerl alles heimzahlen, was er sich da vorgestellt hat. Mir da überhaupt in den Weg zu tauchen, Alter Schwede. Du musst es so erleben, das glaubst du mir gar nicht. Komm her. Du blödes Viech. Das war dein letztes Wort. Aber sowas von. Heiliger, ey. Das ist richtig übel, das Spiel. Keine anderen Waffen auch, ne? Muss man einfach mal sagen. Kommt's noch? Tschüss. Nein. Na, jetzt sind wir noch ein bisschen verletzt. Alter Schwede. Hey. Wir könnten theoretisch... Wartet mal. Wir könnten theoretisch... Ah, wir brauchen eine bessere Waffe jetzt, ne? Mhm. Also Billy ist gesund. Billy ist oben. Genau. Kombinieren wir hier mal ganz kurz. Wir könnten theoretisch uns jetzt kurz heilen. Es steht zwar Warnung. Komm, wir nehmen kurz die Kraut auf. Ja, wir müssen das Risiko eingehen. Ich schau mal. Was ist das? Sieht aus wie eine Art Chemikalien. In dem Mischset geben? Ja, machen wir mal. Sie haben die rote Chemikalien ins Mischset gegeben. Schön. Aha, schön hier. Richtig gut. Das Objekt kann ich gerade nicht nehmen, ne? Moment, ich schau mal ganz kurz. Ja, ich mach das dann so eine Sekunde. Ich werde hier, mal ganz kurz die blaue Kraut ablegen und gehe dann nach vorne und nehme die andere Kraut. Ja, geht ja halt leider nicht anders. So, hier einmal bitte. Interagieren. Dankeschön, das rote Kraut nehme ich doch gerne mit. So, und einmal wieder öffnen. Kombinieren. So, und jetzt verwenden. So, jetzt sind wir wieder gesund. Plus, ja, die Kraut kann ich dann hier unten lassen. Und kann dann mal schauen, ob ich jetzt hier hochgehen kann. Was ist das für Warning? Das muss ja was bedeuten. Ja, wir haben nur eigentlich... Ach, ey, das ist blöd. Das ist gerade echt blöd. Ja, wir müssen einmal hier rein. Was ist das denn? Ein Gerät zur Eingabe einer Kombination. Aber da etwas fehlt, kann es nicht benutzt werden. Okay. Was ist hier? Oh, können wir gar nicht öffnen. Diese Tür ist mit einer Büste von Markus verziert. In Sockel ist eine Öffnung für irgendein Objekt. Hm. Was für ein Objekt soll das denn sein? So, ich frag mich gerade... Moment mal, wenn... Kann ich das eigentlich... Sekunde. Ich habe eine richtig gute Idee, Freunde. Wisst ihr welche? Ich habe eine richtig gute Idee. Und zwar, jetzt weiß ich, was wir machen müssen. Ich muss auch nach oben. Und ich werde, falls das klappt natürlich. Ja, das muss ich so, glaube ich, machen. Ja. Aber wobei, kann ich überhaupt nach oben? Ich muss ja auch wissen, wie man runterkommt.
da. Ich hatte jetzt irgendwie gehofft, dass ich auch runtergehen kann. Gibt's hier sonst was? Schau nochmal. Ja, die Titel kommen bla bla bla, nicht bekannt vor. Ja, wenn wir das dann haben, können wir eventuell auch hoch. Könnte noch funktionieren. Hm. Da hinten war sonst nichts, ne? Schauen wir mal ganz kurz jetzt bei Billy nach. So, wohin führt dieser Weg nochmal hin? Ich weiß es gerade nicht. Zumindest erinnere ich mich nur dunkel. So, da hat man das Teil drin gehabt. Mhm. So, hier gibt's bla bla bla. Ja, dieses Mischset, das kann ich wohl nur mit Rebecca irgendwie aufheben scheinbar. Kann ich hier runter? Durch das Loch sehen sie die Etage, aber es ist zu gefährlich, von hier aus da runterzuziehen. Hier liegt sonst nichts. Das ist einfach richtig übel hier, ey. Shit. War das ein Fehler? Ich weiß es nicht. Ja, Mann. Hier gibt es nichts. Ich muss wohl... Moment mal. Ich habe eine richtig gute Idee, liebe Freunde. Wisst ihr welche? Wir werden... Ist die Tür auch eigentlich auf? Hey, die Tür ist auf. Hey. Ich dachte, die geht nicht auf. Falls das überhaupt die Tür ist. Ich weiß es gar nicht mehr. Ach nein, das ist die Tür nicht. Nee, nee. Jetzt weiß ich's wieder. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Ich erinnere mich jetzt wieder daran. Ja, unten dort, wo Rebecca ist. Der müssen wir auf jeden Fall dieses Elixier geben. Das müssen wir so tun. Und dann, nein, wir gehen jetzt auf jeden Fall hier durch. Ja. Und dann kann sie das öffnen und das nehmen wir dann wieder hoch. Und oben öffnen wir dann eine Tür, die damit dann aufgeht. So würde ich das jetzt gerade beurteilen. Ja, das machen wir doch, ganz ehrlich. Gut. Das werden wir dann vielleicht in der nächsten Episode dann erfahren. Aber einen Moment. Das seht ihr auf jeden Fall noch hier. Das muss ich euch noch auf jeden Fall live zeigen, ne? Mach ich doch. So, hier, bitteschön. Das geben wir auf jeden Fall Rebecca. Unser Rabbi, Rabbi, Rabbi. Rebecca, Rebecca, Rebecca. So, hier sind noch irgendwelche Feinde, oder? Also hier könnten noch Feinde zu sein. Zutreffen. So. Und dann switchen wir kurz und gehen dann mit Rebecca wieder zurück. Ach, sind wir ja schon? Genau, super. Das mache ich noch hier, ey. Das finde ich gerade so spannend. Ja, komm, das will ich noch machen. So, das nehme ich jetzt hier schnell eben. Genau. Ja. Sehr schön. Und zu damit. Alles klar. Und jetzt gehen wir zurück. Ja. Das muss es, das muss klappen. Dann, weil wir brauchen irgendein Spezial... Wir brauchen irgendeine... Ja, Möglichkeit, das zu öffnen. Hier, schaut mal. Ein Gerät zur Eingabe einer Kombination. Ja, da etwas fehlt, kann es nicht benutzt werden. Und das Symbol, was da drauf ist, haben wir doch hier drauf. Was? Okay. Hier hinter. Ich dachte, das geht damit dann auf. Okay, kombinieren wir das mal. Warte mal, wartet mal, wartet mal. Dann habe ich eine andere Idee. Wir kombinieren das. Moment. Nee, ich habe keinen blassen Schimmer. Ja gut, ich muss auf jeden Fall probieren. Probieren, probieren, probieren. Rote Chemikalie habe ich bereits. Ja, ja. Kann ich hier was tun? Ja, das wird ein bisschen schwierig. Gut, liebe Freunde, wir sehen uns dann bei der nächsten Episode von Let's Play Resident Evil. Ich muss mich auf jeden Fall hier nochmal glücklich auseinandersetzen. Versuch war es wert und ich glaube, es hat irgendetwas mit dem Mischset und so etwas auf sich. Das muss es eigentlich sein. Wir sind ja nicht oben. Wie sollen wir denn auch nach oben? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber gut. Ich bedanke mich dann hier und sage, haut rein.